Wir schauen, wir sind gespannt, was das wird. Grünlo gegen Klaassen, das ist der Sprungball. Fechter in Orange von links nach rechts gegen Würzburg in Weiß. Ibundu in der Defense gegen Livingston. Jetzt kommt Sirius zum Pick. Wird auch spannend zu sehen sein, wie sie das verteidigen. Zählt's! Eben haben sie ein kleines Help and Recover gespielt. Jetzt sind sie abgesunken, Washington frei und das reicht eben, ne? Lassen würde. Und hier nochmal der erfolgreiche Dreier zuvor. Für seinen Einsatz im Training bzw. außerhalb des Spielfeldes. Ibundu, wunderschöner Spin-Move. Schön gespielt, Flanagan, kurz. Nee, passt! Sein erster Moment kurz aus, fällt aber rein. Gute Arme. Super Hände von Bass. Schöner Hesitation-Move, das ist so wunderbar. Und dann ganz clever vor ihn gegangen, so dass er auf dem Rücken ist. Unterhand-Layup, wunderbar. Wenn gleich die letzten beiden Spiele natürlich dementsprechend waren. Ah, Floater ist gut und das Foul war, glaube ich, abseits des Balles. Ja, das ist zu Boden. Jetzt werden wir es wahrscheinlich besser sehen. Da kommt er, der Bump. Ja. Sauber gewesen von Perry. Der jetzt auf dem Feld ist bei den Gästen gemeinsam mit Ugray gekommen. Direkt mal Catch and Shoot für drei Max Ugray und der hat dem Baskets gefehlt. Ref wartet, ja? Gut. Der hat gesehen, der Trick ist natürlich auch, dass der Schuh auf ist, obwohl das gar nicht ist. Erfolgreicher Dreier ins Gesicht von Rich. 6:2 die Turnover-Bilanz, ihr seht es gerade. Washington, der ist weit. Der ist ganz weit, aber der ist eben auch gut. 6 von 10 jetzt als Team von jenseits der Dreierlinie. Die Baskets. Nochmal zur Erinnerung, Rang 2 und 3, was die Trefferquoten von jenseits der Dreierlinie angeht in der BBL, was den Saisonverlauf betrifft. Und es geht einfach munter weiter. Wahnsinn. 8 von 8. Well, Baseline ist frei, da kommt keine Hilfe. Aber dann müssen sie mehr Off-Ball-Movement haben. Boah, aus der Not gedrungen und dann fällt der auch noch rein. Da haben sie bisher gut aufgepasst, was die Turnover angeht. Schöne Bewegung. Ey, 6 von 11 ist Würzburg. Das ist schon krass. In und out, Pech. Klaassen ist da, linken mit rechts. Rein! Zweiten Viertels mal ganz kurz festhalten. Ey, das ist genau das, was wir uns versprochen haben. Der Sechste empfängt den Fünften. Passt. Otis Livingston. Super gespielt. Wunderbarer Pass, aber auch der Roll war stark. Perry. 3 Sekunden auf der Shotclock. Wow, auf einem Bein. Auf einem Bein ins Gesicht des Verteidigers. Stark. Ja, und Livingston sagt, ja, das war's Perry. Kann auf einem Bein, das kann auch ich. Flanagan kommt durch und macht den mit Paul. Serious. Dann hat er natürlich noch die Chance auf 3-Punkt-Spiel. Big Play für Fechter. Ah, das ist so einfach, ne, dass er da so rumgeht. Step back, Livingston. Otis Livingston ist einfach. Starkes Finish. Schwieger.
finden wieder die Corner und sind diesmal erfolgreich. Wow! Turnover Würzburg. Schwieger. Schwieger! Silius mit Klaassen. Wieder gute Hilfe. Perry akrobatisch und vor allem erfolgreich. Oh, sehr ambitioniert von Perry. Schwieger wartet. Schwieger kriegt ihn. Schwieger wirft ihn. Schwieger trifft ihn! Wieder Stepback. Nee, gibt ihn ab am Best. Der war eben off. Von da, jetzt trifft er. Super Pass. Herrlich. Herrlicher Pass. Klaassen, gut. Weniger spektakulär, aber ebenso effektiv. Wieder Schwieger. Wie macht das denn? Also, Wahnsinn. Livingston nimmt den nochmal und dann schießt dann rein. Der ist auch so voll mit Selbstvertrauen. Wartet. Ausreichend Zeit auf der Shot Clock, 9 Sekunden. Schwieger. Spielt eine unfassbare zweite Halbzeit. Ryan Schwieger, 16 Zähler hat er jetzt, 13 in der zweiten Hälfte. Wow, wow, wow. 85 zu 84 für Vechta Würzburg mit der Auszeit. Wir hören rein. Bess, wieder Catch and Shoot. Wieder vom linken Flügel und wieder ist er erfolgreich. Klaassen und jetzt stoppt er mal, weil er natürlich auch weiß, 41,2 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Voll da. Auszeit Vechta. Flanagan. Groves, gut. Klaassen, zurück auf Bass. Sehr gute Entscheidung, super Pass. Ball läuft, sie kommen nicht zum Foulen. Livingston, das atmen sie nicht. Und dann ist das Ding durch. Boah,